So, dann spreche ich schon mal die Begrüßung. Herzlich willkommen alle, die hier sind. Wir freuen uns, dass ihr gekommen seid. Ihr dürft, guckt mal, da drüben sind Getränke und Kuchen und Kaffee und ihr dürft euch natürlich dort bedienen. Das ist Teil der Matinee und jetzt doch, wenn man hört das, und das ist Teil der Matinee, also bitte macht doch davon Gebrauch, das ist auch kostenlos. Zunächst möchte ich noch mal ganz kurz Rainer danken, der das auch immer möglich macht, dass wir diese Matineen umsetzen können. Es ist schon die 11. Matinee und diese Matinee ist zum Weltfrauentag. Und ich sage noch mal ganz kurz was zum Verein auch. Der Verein, die Gesellschaft für politisches Wagnis, hat den Blog auf peira.org und auf dem Blog sind verschiedene Stimmen, die sich um Teilhabe, Globalisierung, um politische Themen setzen. Und das Zweite, was es gibt von Peira, sind eben diese Matineen, die auch dann im Netz veröffentlicht werden. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Antje Schrupp hier haben als Gast. Und ja, ihr dürft gerne klatschen. Hallo. Antje Schrupp hat wohl... Ich habe gehört, also der bekannteste feministische Blog Deutschlands, sie lebt eigentlich in Frankfurt und ist hier, das ist wirklich wunderbar, ist Redakteurin, Politikwissenschaftlerin und freie Journalistin. Und wir sprechen heute über gewaltvolle Internetkommunikation im Netz und die Frage auch, ob oder warum es besonders Frauen betrifft. Ja, das ist so, dass wir jetzt ein Gespräch anfangen wollen und der Plan ist auch, das relativ schnell zu öffnen. Also ich denke, wir beginnen dann, aber dann könnt ihr auch gerne Fragen stellen, dann gebt Zeichen. Ja, Antje, wie ist das mit dem Feminismus? Was bedeutet das für dich und wie verbindest du das mit dem Netz? Also Feminismus kann man ja natürlich auf verschiedene Arten verstehen. Üblicherweise wird ja heutzutage da immer die Wikipedia-Definition herangezogen als Weisheit letzter Schluss. Ich bin mit der nicht so ganz einverstanden, weil sie sehr auf die, also viele sagen, Feminismus bedeutet den Einsatz für die Gleichstellung von Frauen und Männern oder sowas. Ich bin an der Gleichstellung mit Männern persönlich überhaupt nicht interessiert. Deshalb würde mich dann auch Feminismus nicht interessieren. Also für mich ist Feminismus, wenn es sich zu beteiligen an der Politik und an den öffentlichen Diskussionen ausgehend von der eigenen Position als Frau, und ohne dabei sich an den Normen, die die Männer für sich und die Welt schon erfunden haben, zu orientieren oder sich denen verpflichtet zu fühlen. Und das ist, glaube ich, auch schon ein großer Teil des Problems oder des Phänomens, dass viel Kritik oder viel Ärger über Feministinnen im Netz gerade dann entsteht, wenn die sich weigern, sozusagen die universellen Normen des Männlichen ernst zu nehmen oder zu bedienen oder sich denen anzugleichen, sondern einfach ihre Sache machen, ganz unabhängig davon, was Männer möglicherweise davon halten. Wie bist du denn ins Internet gekommen? Wie ist diese Sache mit dem Blog passiert? Du lachst schon. Ja, ich bin ganz früh ins Internet gekommen, weil ich das von Anfang an toll fand. Ich kann mich noch erinnern, als ich als junge Journalistin meine erste E-Mail bekommen habe und das ganz super fand, weil ich sofort verstand, dass das bedeutete, dass ich jetzt weniger telefonieren muss. Telefonieren finde ich zum Beispiel ganz schrecklich. Und also diese Art der direkten Kommunikation und des Zugriffs auf alles, ja, fand ich von Anfang an faszinierend und habe deshalb auch schon sehr früh eine Homepage gehabt, einfach weil es sehr praktisch ist. Das war ja auch so lange unproblematisch, solange keine Kommentarfunktionen erfunden waren. Ja, also vorher, da konnte man ja nicht wissen, was die Leute denken, zu lesen. Aber jetzt zum Thema Feminismus. Also vor dem Internet war der Feminismus eigentlich sehr eingeteilt in verschiedene Szenen. Also den Feminismus gibt es ja nicht, sondern es gibt immer verschiedene feministische Gruppierungen mit auch gegensätzlichen Ideologien oder Grundannahmen. Und die waren doch vor dem Internet sehr getrennt voneinander. Und jetzt sind sie sozusagen die anderen immer nur noch einen Klick weit weg.
Also das Internet hat eine große Dynamik innerhalb des Feminismus oder der Frauenbewegung bewirkt, meiner Meinung nach, weil die verschiedenen Szenen jetzt voneinander wissen. Was auch ja nicht immer ganz leicht ist, aber es hat ermöglicht, dass sie nicht mehr so in einzelnen Themengruppen sozusagen sind. Also Fluch oder Segen, die Vernetzung? Ich sage 70% Segen und 30% Fluch oder 75 zu 25, sowas in der Art. Ja. Wenn du jetzt deinen Blog betreibst, welche Art von Vernetzung erfährst du denn dann? Vor allen Dingen vielleicht mit diesen feministischen Stimmen und Gruppierungen. Ja, also eigentlich ist das, was ich am meisten habe vom Internet, nicht, dass Leute meinen Blog lesen, sondern dass ich die Blogs anderer Feministinnen lesen kann. Das heißt, ich kann mich informieren zum Beispiel über Queer-Feminismus. Das ist, wenn ihr meinen Blog liest, was mich nicht persönlich sehr interessiert. Ich würde mich nicht als Queer-Feministin bezeichnen, aber ich habe natürlich immer schon davon gehört, dass es sowas gibt und auch natürlich gewusst, dass das wichtig ist und dass das dass die interessante Sachen machen. Aber um da Kontakt zu haben, das war ja früher sehr aufwendig. Ich hätte ja entweder ganze Bücher lesen müssen oder ich hätte irgendwo hinfahren müssen. Ich kannte halt keine. Und im Internet kann ich mich sozusagen leicht informieren darüber, was die diskutieren, was da passiert, was die Themen sind und dasselbe eben auch mit anderen feministischen Richtungen. Und deswegen ist sozusagen der Hauptgewinn für mich die Möglichkeit, die Blogs anderer zu lesen und mit denen dort dann auch zum Beispiel zu diskutieren. Also ich schreibe ja nicht nur in meinen eigenen Blog, ich schreibe ja auch in die Blogs anderer, indem ich da Fragen stelle. Und das hat dann natürlich einen Austausch bewirkt, dass die dann auch auf meinen Blog kommen und auch da Fragen stellen. Also das ist ein ganz großer Zugewinn, ganz eindeutig. Wenn du jetzt deinen Blog schreibst, und wir haben das schon mal gerade angedeutet, diese Frage nach Kommentaren und Kommentarkultur, wie gehst du denn damit um? Oder wie siehst du auch einen Prozess, der sich entwickelt hat, von dem Anfang bis zum Ende? Ja, also ganz am Anfang hatte ich auch noch die Idee, dass ich eigentlich der Meinungsfreiheit zu Ehren alles freischalten sollte, was nicht ganz unterirdisch ist. Ich habe aber dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass das für einen individuellen Blog eigentlich gar keine sinnvolle Haltung ist, sondern dass die Frage der Kommentare, also was lasse ich zu an Diskussionen und was nicht, mehr damit zu tun hat mit der Frage, worüber will ich denn diskutieren und worüber will ich nicht diskutieren. Und deswegen bin ich strenger geworden in meiner Kommentarmoderationen und weil es einfach, ich will bestimmte Sachen nicht unwidersprochen stehen lassen, ich habe aber auch keine Lust zu widersprechen, weil das ja auch Zeit kostet und anstrengend ist. Und deswegen sage ich, also ich habe eine Zeit lang gebraucht, um zu merken, dass Kommentare zu löschen, auch wenn sie nicht böse, übergriffig sind, nicht bedeutet, irgendwie Zensur einzuführen, sondern die können ja woanders. Die können ja einen eigenen Blog machen und das Internet ist ja groß. Ich will ja nicht verhindern, dass diese Sachen irgendwo ins Internet geschrieben werden. Ich will sie ja nur auf meinem eigenen Blog nicht haben. Nicht auch, weil natürlich, das ist so ähnlich wie mit einer Party. Also so ein Blog ist eine halb private, also eine halb öffentliche Plattform. Und wenn man zu viele unsympathische Leute auf der eigenen Party hat, bleiben die Sympathischen halt irgendwann weg. Und ich habe halt überlegt, was muss ich tun, um sozusagen eine Diskussionsumgebung zu haben, die Leute, mit denen ich gerne diskutieren möchte, weil mich das interessiert, was die zu sagen haben, die ermutigt oder da auch dann zu sein. Und das ist eigentlich ganz gut gelungen, weil in einem persönlichen Blog kann ich ja machen, was ich will. Also das ist auf Gemeinschaftsblogs ist das schwieriger, weil die müssen sich ja schon auf gemeinsame Regeln irgendwie einigen. Und es ist natürlich noch schwieriger bei Zeitungsportalen oder sowas, weil die immer ja objektive. Ne? Ich kann sagen, Daumen hoch, Daumen runter, ich muss das nicht begründen. Und das kann man natürlich in einem größeren Projekt nicht so handhaben. Wenn du jetzt zum Beispiel, also mit dem Blog hast du ja auch die Chance, bestimmten Meinungen und Stimmungen, gerade wenn du sehr viel Zugriffe hast, wie viel Diskussion vorantreiben kannst, hast du ja auch die Chance, bestimmte Meinungen oder sozusagen Menschen, die vielleicht nicht so vokal sind, den Platz zu geben. Tust du sowas?
Ich weiß, also so zum Beispiel, wenn es Ansätze sind, die nicht sehr konform sind, ja, die sozusagen vielleicht eine feministische Fragestellung sind, wo du weißt, das wird ungemütlich. Du hast für dich, ich habe auf dem Blog gesehen, es gibt sozusagen Regeln, die du auch öffentlich gemacht hast. Diese Regeln hast du sozusagen erst dann eingeführt, als du dir überlegt hast, wie das mit der Party sein soll, war das so? Ja. Und eher auch so diese Frage, wenn junge Frauen oder Frauen sowieso sich mit Feminismus beschäftigen und da raus wollen und vielleicht sagen, ja, sie wollen auch einen Blog machen, aber sie haben vielleicht auch gar nicht so diese Erfahrung, die du hast. Was würdest du ihnen sozusagen raten, damit sie ihre Meinung, damit sie nicht untergehen oder weggehen oder sozusagen ganz schnell auch eingehen? Weil ich hatte so den Eindruck, das ist so ein bisschen im Moment, wo wir auch stehen, diese Frage nach Minderheiten und Mehrheiten und auch die Stummen, die alles mitlesen und die irgendwann verschwinden. Ja, also das gibt es auf jeden Fall. Ich kriege zum Beispiel häufig Mails, wo Frauen gerne was kommentieren möchten, aber eben nicht öffentlich, sondern nur mir gegenüber. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil das ja oft interessante Beobachtungen sind, die anderen auch interessieren können. Manchmal liegt es aber auch daran, dass sie gar nicht wissen, was ein Kommentar ist. Es wird manchmal noch unterschätzt, wie viele Leute sich nicht wirklich auskennen mit der Logik von Blogs überhaupt. Aber in meinem Blog kann ich ja niemandem eine Stimme geben, weil da schreibe ich nur selber. Ich bin ja noch in einem Gemeinschaftsblog, BZW-Weiterdenken, wo wir tatsächlich auch, wo dann es eben die Möglichkeit gibt, dass eine Autorin nur mal einen Artikel schreibt. Also weil nicht alle, die eine Idee haben wollen, gleich ein dauerhaftes Blog schreiben. Da haben wir auch noch strengere Kommentarregeln, weil wir noch mehr eigentlich, dass einfach die Party-Szene sozusagen Grenzen auf uns oder auf uns und unsere Freundinnen. Und da ist es von daher eine recht sichere Umgebung, auch weil dieser Blog nicht so groß verbreitet ist wie mein persönlicher. Jetzt, es ist ja auch immer so, wenn man sehr kleine Seiten betreibt, ist natürlich die Gefahr, in so eine Debatte zu geraten, nicht so groß, als wenn man eben große Reichweite hat. Also die Reichweite kann dann auch gerade das unkonformistische Denken behindern. Also je kleiner meine Reichweite, desto nonkonformistischer kann ich sein. Du hast dich ja auch geäußert zum Beispiel zu sozusagen medialen Inszenierungen von Meinungen zum Feminismus. Also es ist der 8. März, natürlich ist es eine schöne Gelegenheit zu gucken und gleichzeitig muss man auch sagen, ja, diese Gelegenheit müsste man ja eigentlich jeden Tag irgendwie nutzen. Wie siehst du das sozusagen? Es gibt die Printmedien, es gibt die Online-Debatte. Wie schätzt du sozusagen auch die Korrespondenzen oder wie bestimmte Meinungen zu verschiedenen feministischen Ansätzen und auch Männer, die da sich zu sich äußern, wie schätzt du das ein? Ja, also ich glaube, es gibt eine große, also es ist ja erstmal erstaunlich, dass so viel über Feminismus diskutiert wird wieder. Das war ja vor 10 Jahren nicht so. Also, dass alle großen Zeitungen dauernd irgendwie ihre Kolumnisten schreiben lassen, wie schlimm der Genderwahn ist oder was sie dann immer haben. Da ist halt dann die Frage, wo ist da hinter das wirkliche Interesse am Thema oder wohinter ist nur die Vermutung, dass man da viel Aufmerksamkeit mit generieren kann oder wo ist die Vermutung, dass man da leicht Beifall von irgendeiner Seite bekommt. Ich merke immer so eine Diskrepanz zwischen Feministinnen, die sich mit vielen Themen ja sehr intensiv beschäftigt haben und dann auch viel darüber diskutieren und arbeiten und schreiben und lesen. Und manchmal kommen dann so einzelne Ergebnisse dieser langen Debatten, schwappen in die Medien und stoßen dort auf totales Unverständnis, weil das dem gesunden Menschenverstand sozusagen erstmal widerspricht. Also die letzte Debatte, die wir hatten, war die um diesen Sprachvorschlag von Lann-Hornscheid über die X-Endungen. Die sind, wenn man jetzt feministisch denkt, eigentlich nicht so besonders aufregend. Also die Arbeit an Sprache und die Arbeit mit neuen Sprachformen ist ein ganz alter Hut, kann man eigentlich sagen. Ja. Es ist auch nichts. Also ich verstehe gar nicht, warum man sich da überhaupt drüber aufregen kann, aber es ist natürlich quer zum, also ich finde, es gibt zum Beispiel viel radikalere Dinge im Feminismus, über die man wirklich sich aufregen könnte, aber
aber trotzdem, dann schwappt sowas in die Medien und dann auf einmal äußern sich da alle möglichen Leute dazu, die aber noch überhaupt nie darüber nachgedacht haben, die auch überhaupt nicht die Diskussionen zur Kenntnis genommen haben, die dann zu so einem Vorschlag führen. Und dann ist das keine ernsthafte Auseinandersetzung. Also ich bin immer dankbar für jede Kritik und ich finde Kritik am Feminismus immer super, aber sie sollte doch irgendwie auch die Argumente erstmal zur Kenntnis genommen haben. Dann kann man ja immer noch sagen, ich finde die falsch. Aber nur zu sagen, oh, das leuchtet mir jetzt mal spontan so gar nicht ein, also schreibe ich mal eine Kolumne dagegen, das ist einfach ein sehr, sehr niedriges Niveau. Aber vielleicht ist das in diesen Medien generell so, dass man mit sehr niedrigniveauigen Sachen Aufmerksamkeit bekommt. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Okay, jetzt was das soll. Ich merke jetzt in zwei jetzt so die Fragen, welche, da muss ich jetzt nochmal ran, ich hoffe, du verzeihst, diese Sachen, die du am Feminismus viel, viel mehr debattieren würdest, welche wären das oder welche, die dich viel mehr bewegen oder herausfordern, als du jetzt diese Sprachwahl von Lan Hornscheid, gibt es da Punkte, die dir spontan einfallen, wo du sagst, das ist eigentlich was, was man wirklich mal debattieren müsste oder wo man genauer hingucken müsste? Und die zweite Frage wäre natürlich auch, diese Frauenbratwürste und dieses ganze Thema, wie du dazu stehst oder was du dazu siehst. Also ja. Erstmal die erste Frage, was also eine Frage, die ich sozusagen in feministische Debatten habe, ist die tatsächlich der Verlust oder auch der gewollte Verzicht auf den Begriff Frau. Also das ist ja was ich ich möchte auf den Begriff Frau nicht verzichten, weil ich tatsächlich, also mir die weibliche Freiheit sozusagen am Herzen liegt oder ich finde, dass das ist das Thema, was mich interessiert. Also wann sind Frauen frei und was bedeutet das für die Welt und für sie selber? Und diese Diskussion ist schwierig, wenn man diesen Begriff Frau fraglich findet und nur immer mit Sternchen verwendet oder auch immer in Abgrenzung oder Vergleich zum Männlichen definiert. Also die Ablehnung der binären Logik, also dass es nur Frau und Mann gibt, wird häufig so aufgelöst, als gäbe es sozusagen Übergänge zwischen weiblich und männlich. Und dann gibt es halt genderqueer irgendwo dazwischen oder trans. Aber in dieser ganzen Debatte, finde ich, bleibt das Weibliche immer noch auf das Männliche bezogen. Also die beiden sind Kategorien sozusagen auf einer Linie und es geht nur darum, diese Linie verflüssig zu machen und nicht mehr nur diese beiden Endpunkte zu haben. Ich will eigentlich die Kategorie Frau völlig von der Kategorie Mann lösen. Also mein Bild wäre, aber das wäre sicherlich nicht mehrheitsfähig, mein Bild wäre tatsächlich das Schubladen von weiblich, männlich, meinetwegen auch noch andere. Und dann kann man aus der Schublade vielleicht auch raus. Aber was die eine Schublade macht, hängt nicht direkt zusammen mit dem, was die andere Schublade macht. Und das beeinflusst sich auch nicht unmittelbar gegenseitig. So, also das ist ein Bild, was mir besser gefällt. Und ich finde das problematisch, diese Sache der Verflüssigung und der Übergänge zwischen männlich und weiblich, weil durch diese Verflüssigung und die Übergänge meiner Meinung nach diese beiden Kategorien logisch aufeinander bezogen bleiben und nicht mehr unabhängig voneinander sein können. Aber das ist natürlich schwierig. Eine andere Sache, was ich finde, wo aber mehr drüber gesprochen wird, ist die Frage der Verknüpfung von Geschlecht und Arbeit, speziell Care-Arbeit, wo auch im öffentlichen Diskurs zwei Positionen gegenüberstehen. Die einen, die sagen, Frauen müssen erwerbstätig sein, ganz genau wie die Männer. Und die anderen sagen, Frauen sollen doch die Care-Arbeit machen, also die sollen diese klassischen Rollen haben. Und da ist aber, sagen wir mal, die Frauenbewegung insgesamt sich schon einiger, dass gesagt wird, diese beiden Alternativen sind keine Alternativen. Aber ich finde, das kommt auch in den Medien sehr, sehr schwer nur an. Also dass die verstehen, dass es der Frage der Organisation von Arbeit nicht um Gerechtigkeit den Frauen gegenüber geht, sondern dass es da tatsächlich ein grundsätzliches gesellschaftspolitisches und wirtschaftspolitisches Modell geändert werden müsste. Dass das also nichts rein Frauenthema-Sachen-spezifisches ist, sondern ein
eins, was alle betrifft letzten Endes. Das wird im medialen Diskurs auch immer noch nicht gesehen. Das wird immer noch mit diesen Frauenschuhen bebildert, ja. Also das sind ja, wenn man diese Frauenschuhe sieht, weiß man ja schon, wo drum, oder die Männerschuhe und einen Frauenschuh dazwischen, da weiß man schon, was in dem Artikel steht eigentlich. Ja, das ist so die Stereotype. Ich habe auch rausgehört, dass es auch darum geht, dass natürlich zwischen dem, was du sagst, okay, wenn wir diese zwei Schubladen haben, die sich aufeinander beziehen, dann haben sie natürlich ein Hierarchieproblem irgendwie, oder? Also da wollte ich nochmal, du sagst, okay, wenn die Kategorie Frau sich löst, sozusagen von der Beziehung, sich zum Männlichen oder zum Mann zu sehen, dann kann sich sozusagen, kann man sich auch in einer bestimmten Hierarchieverhältnis oder Machtverhältnis befreien? Ja, das ist auch so ein anderer Punkt. Ich finde, in diesem jetzt wieder Aufkommen des Feminismus, den ich ja gut finde, dass das jetzt wieder mehr auch eine politische Bewegung wird, auch jetzt diese Frauentagsdemos sind ja wieder größer und überhaupt da weiß ich nicht. Aber in der Debatte auch von Feministinnen selbst ist für meinen Geschmack die Betonung zu sehr auf die Diskriminierung. Also es hört sich für mich immer ein bisschen so an, als müsste das Feministinnensein gerechtfertigt werden dadurch, dass die Umstände ganz schlimm für Frauen sind. So, auch, ich weiß nicht, ich habe ja 5 Minuten in diese Hart-aber-fair-Sendung reingehört, da war ja, also die Diskussion darüber geht immer so, ja, sind Frauen denn noch benachteiligt, ja oder nein? Und wenn sie nicht benachteiligt sind, dann dürfen sie offensichtlich auch keine Feministin sein. Ja? Und deswegen müssen sie dauernd sozusagen beweisen, dass doch Frauen immer noch weniger verdienen. Und das ist ja auch alles wahr. Aber das ist für mich nicht das Zentrum oder die Rechtfertigung für Feminismus, sondern meine Rechtfertigung für Feminismus ist, dass die Welt, so wie die Männer, sage ich jetzt mal, etwas Platz hier eingerichtet haben, mir nicht besonders gut gefällt und ich sie gerne anders haben möchte. Und dass ich glaube, dass in der weiblichen politischen Ideengeschichte viele Anregungen dafür sind, wie die Welt anders gedacht und dann auch gemacht werden könnte und dass die sozusagen umgesetzt werden sollen. Und dafür ist ja keine Voraussetzung, dass ich benachteiligt bin. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass mir so, wie es ist, nicht gefällt. Selbst wenn ich nicht benachteiligt wäre, könnte ich Feministin sein. Und da finde ich den derzeitigen Diskurs zu defensiv. Jetzt dann wäre meine Frage, das heißt auch sozusagen, wenn solche Ansätze da sind, die auch zur Not gegen sozusagen Mehrheiten durchzusetzen. Es ist ja schwer, Sachen gegen Mehrheiten durchzusetzen. Nee, also müssen wir erst Königin werden vielleicht. Und dann, nein, es geht ja einfach darum, von welcher Position aus oder mit welcher Absicht beteilige ich mich am politischen Diskurs. Und tue ich das sozusagen souverän, indem ich sage, hier, ich habe hier eine Meinung, ich habe hier Ideen, da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, da ist auch Forschungsarbeit dahinter, also es ist nicht so einfach jetzt mal aus dem hohlen Bauch heraus und die biete ich jetzt an, dafür werbe ich jetzt, da versuche ich Leute zu überzeugen, da mache ich Vorschläge und das ist sozusagen, was dann dabei rauskommt, das müssen wir sehen, ja. Aber die Diskussion könnte ja erstmal geführt werden und ich glaube aber, das ist tatsächlich was in unserer symbolischen Ordnung nicht so richtig vorgesehen ist, dass von den Frauen alternative Vorschläge kommen zur Gestaltung der Welt. Das Einzige, was vorgesehen ist, dass die Frauen sich emanzipieren wollen. Das können sozusagen, das ist ja auch in der Logik der bürgerlichen, männlichen Gesellschaft vorgesehen, dass sich alle emanzipieren müssen. Ja? Alle müssen immer die gleichen Rechte haben. Aber das ist nicht der. Luisa Moraro hat mal gesagt, wir Feministinnen wollten die Welt verändern und dann haben sie uns die Gleichstellung angeboten. Und so war es auch. Und also, weil sozusagen vor der Frauenbewegung gab es ja die Gleichstellung nicht. Und die Gleichstellung ist sozusagen die Antwort der existierenden Gesellschaft auf den Feminismus gewesen, weil das ist natürlich eine super Idee, um Frauen sozusagen einzugemeinden. Ne? Und dann stellen wir euch gleich und dann ist ja alles gut. Aber das war ja gar nicht der Wunsch, der dahinter stand. Mhm. Dahinter stand eine Weltveränderung, eine Neuaushandeln, ja. Das ist so, ist ein bisschen ähnlich wie der Anschluss der DDR. Ja? Okay. Eigentlich sollte ein neues System ausgedacht werden. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch die wieder, schließt uns euch doch an. Das ist derselbe, das ist ein super Trick für die, sagen wir mal, vorherrschenden Systeme. Ich meine, auch die Schwulen- und Lesbenrechte, die Lobby, die zum Beispiel versucht, auch Eltern- und Adoptionsrechte und Partnerschaftsrechte in diesem Gleichheitsdiskurs zu platzieren, sehe ich ja da auch so. Also
wenn ich mir das natürlich so anhöre. Ja. Genau, das ist dasselbe. Und das ist natürlich schwierig, weil gegen die gleichen Rechte ja auch nichts zu sagen ist. Ich will ja auch die gleichen Rechte haben. Aber das ist sowas, das ist ja mal mindestens, ja, das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange, sondern das ist, also gerade wenn ich gleiche Rechte habe, kann ich ja umso besser Feministin sein, weil dann kann ich diese Rechte ja dann dafür einsetzen. Das ist aber, je mehr Möglichkeiten ich habe, desto einflussreicher könnte ich ja als Feministin auftreten. Also das ist, ich sehe es halt eben andersrum, nicht, dass das dann schon das Ziel ist, womit alles erreicht wäre. Wenn wir nochmal zurückgehen zum Internet, wo man ja auch sagen könnte, hey, alle gleich, aller gleicher Zugang, ja, dann sieht man natürlich, dass da auch eine Ungleichheit herrscht, obwohl man sagt, also ich meine, eine beliebte Argumentation ist natürlich, alle haben hier gleichen Zugang und alle können sich ja hier äußern. Ja, Gleichheit ist halt eine Fiktion. Gleichheit existiert nicht. In jeder beliebigen, konkreten Situation, wo wir es mit anderen Menschen zu tun haben, kann man, wenn man sich die mit ein bisschen Verstand anschaut, unmittelbar Ungleichheit feststellen. Also und die Erfindung von gleichen Regeln oder gleichen Zugangschancen ist extrem wichtig, aber sie ist nicht sozusagen, dass sie garantiert noch gar nichts. Also wenn, also dass alle sich beteiligen können und dass die Ideen alle einfließen, das ist natürlich total unmöglich, wenn es nicht mal gleiche Rechte gibt. Aber wenn es gleiche Rechte gibt, ist das noch lange nicht garantiert. Sondern dann fängt es ja an, dass wir dann auf der Grundlage dieser gleichen Rechte die real existierenden Ungleichheiten haben und dann damit irgendwie umgehen müssen. Und da kann es eben dann keine universalen Regeln geben. Also ich denke mir, das ist zum Beispiel die männliche Philosophie hat immer diese Illusion des Universalismus, also zumindest hier im Westen, ja, dass ich rede jetzt immer nur von der westlich-bürgerlichen Gesellschaft. Und da war eben die Idee, wenn wir sozusagen gleiche Verfahrensweisen für alle haben, dann lösen wir das Problem der Ungleichheit. Und das ist eben nicht wahr. Und diese Illusion hat sich im Netz fortgesetzt. Sobald wir nur die gleichen Regeln und die gleichen Algorithmen haben, dann löst sich das Problem von selber. Nein, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir das Problem überhaupt wahrnehmen können. Ja. Und wie siehst du, dass das natürlich Frauen jetzt, die Feministinnen im Netz, die das halt anprangern, die auch die Erfahrung öffentlich machen, dass sie Hate Speech bekommen, dass sie halt sozusagen auch wirklich gewaltvolle Androhungen erhalten und zwar sehr, sehr regelmäßig, dass sie besonders so eine Aufmerksamkeit oder so eine Gewaltförmigkeit erfahren da draußen in der öffentlichen Welt, der wir irgendwie alle gleichen Zugang haben. Ja, das ist natürlich gut, weil diejenigen, die das nicht selber erleben, glauben es ja oft auch gar nicht. Wenn es natürlich dann aber den Effekt hat, dass vielleicht Frauen sich nicht trauen, ins Netz zu schreiben, finde ich das auch wieder schwierig. Also ich finde, dass dieses ganze Thema, dass sich da erstens mal mehr Leute dafür zuständig fühlen müssten, weil ich denke, eigentlich müssten alle Menschen Interesse haben daran, dass sich Frauen mit ihren Ideen am öffentlichen Diskurs beteiligen. Das ist ja nicht, wie gesagt, ich bin der Meinung, das passiert nicht erstmal in erster Linie im Interesse der Frauen selbst, sondern es passiert im Interesse der Welt. Und von daher müsste die Welt eigentlich ein Interesse daran haben, ob sie das hat oder nicht. Aber ich sehe die Aufgabe dann nicht so sehr bei den Frauen, aber es wird ihnen auch jetzt wieder zugewiesen, weil sozusagen sie diejenigen sind, die das alles anleiern müssen und kann dann verstehen, wenn da manche auch keine Lust drauf haben. Aber es ist ja auch inzwischen so, dass es diverse Initiativen dazu gibt, die dieses Problem auch pragmatisch angehen. Also was kann ich tun? Wir lernen da ja auch dazu. Also so ich dazu gelernt habe, dass radikale Kommentarmoderation gut ist, wissen ja inzwischen viele und praktizieren auch viele und dann geht es auch leichter. Was noch dazu kommen könnte, wäre, dass Leute, die in so eine angegriffen werden, mehr geschützt werden, auch von anderen. Also ich finde, auch da ist das Problem der Zuschauerinnen wichtig, also es gibt halt da leider diese Dynamik des Herdentriebs, ja, wenn sozusagen man sich auf irgendwas eingeschossen hat, dann kommen auf einmal alle und machen auch mit, weil man, das ist vielleicht auch menschlich, immer auf der Seite der Gewinner stehen will. Ich finde, es gibt ja diesen schönen Tweet von dem Schrödinger-Tweet oder sowas, ne? Ich schreibe irgendwas und je nach den Reaktionen darauf entscheide ich dann, ob das ironisch gemeint war oder nicht. Das ist
das ist halt tatsächlich so ein Phänomen, also dass dann auch so einen Sog entgibt und es gibt dann eine Empörung und dann machen da alle mit. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir das lernen, also dass Internetkommunikation braucht ja auch eine Kultur und braucht, also ich würde nicht sagen Regeln, du hast vorhin gesagt, ich hätte Kommentarregeln, das sind ja keine Regeln, sondern das sind ja Erklärungen für Leute, die sich vielleicht fragen, warum ihr Kommentar nicht veröffentlicht wurde. Und ich finde, dass die durchaus eine Erklärung verdient haben. Mhm. Aber es ist keine Regel. Also es gibt nicht die Möglichkeit, irgendwas zu schreiben und zu kommentieren und dann sozusagen das einklagen können, dass das doch jetzt veröffentlicht wird, weil es doch den Regeln entspricht. Es gibt einfach Sachen, die sich nicht über Regeln regeln lassen, sondern nur über Kultur. Und das ist, was wir in der Internetkommunikation erst noch lernen müssen. Viele sind ja auch der Meinung, dass man da keine Kultur braucht, weil alle, die ins Internet gehen, sind ja selber schuld. Das ist so eine Diskussion, die so von etwas interessierten Leuten immer gesagt werden, ja, wenn ihr das nicht wollt, dann geht doch nicht ins Internet. Und das sind aber ja oft gerade Leute, die außerhalb des Internets viel Wert auf Kultur legen und auf Regeln und auf was gehört sich, was gehört sich nicht. Und also ich glaube, ich hoffe, dass das eine Übergangssituation ist, weil einfach dieser regellose Raum Internet, der ja am Anfang so schön war und auch diese Freiheit versprochen hat, dass das sich eben regelt, dass irgendwann klar ist, das gehört sich nicht, zum Beispiel auf jeden Shitstorm gleich selber mit aufzuspringen, sondern dann gehört es sich eben, also so wie sich es gehört, wenn jemand auf der Straße hinfällt, dem nicht noch hinterher zu treten, gehört es sich der Person aufzuhelfen. Und sowas könnte sich ja als gehört sich nicht, auch im Internet, auch bei Twitter durchsetzen, dass wenn ich sehe, da schießen sich jetzt welche auf eine Person ein, dass ich immer erstmal mäßigend und beschützend eingreife, völlig unabhängig von dem Inhalt, den es da gerade geht. Ne? Denkst du, dass die Plattformen selbst da auch in der Verantwortung stehen? Also ich weiß es nicht, also das ist natürlich schwierig. Also ich fände zumindest, dass die Plattformen die Art und Weise, wie sie Entscheidungen treffen, transparent machen sollten. Also ich würde das gerne wissen, wonach zum Beispiel Facebook und Twitter Leute blockieren oder nicht blockieren und da wäre schon viel mit getan. Ich weiß das ja nicht, es ist immer nur so ein subjektives Gefühl natürlich, dass alle irgendwie das Gefühl haben, die Bösen dürfen weiterbleiben und die Guten werden wegblockiert. Ich weiß es nicht, ich habe da keine Empirie zu. Ich finde aber, man sollte von den Plattformen verlangen, dass sie das transparent machen und nachvollziehbar und dass man das mal analysieren könnte. Auf jeden Fall, aber ich glaube, dass die das Problem nicht lösen werden. Also dass sozusagen man Hate Speech Produzierende blockiert werden, das betrifft ja immer nur die krassen Fälle. Also wir können ja alle nicht wollen, dass Twitter ähnlich radikal weglöscht wie ich in meinem Blog. Also dann, das ginge ja gar nicht. So, das würde mir persönlich vielleicht gefallen, weil dann Twitter mein Wohnzimmer wäre, aber ernsthaft kann ich das ja nicht fordern. Also es wird, egal wie die Regeln sind, immer nur die krassesten Fälle sein und da könnte man sicher mehr machen, aber damit ist das Problem nicht gelöst, weil die nicht so krassen Fälle auch noch genug Schaden anrichten. Also in dem Sinne soll der Raum auch öffentlich bleiben. Ja. Okay, das und du siehst sozusagen das auch nicht bei den Frauen an sich oder bei den Feministinnen, die eben so krass aufmerksam machen, sondern dass es sozusagen eine ist von allen, die dort unterwegs sind. Ja, das ist halt so ein Missverständnis. Es gab ja auch mal diese Blog-Empfehlung auf Twitter, wo Feministinnen irgendwie böse Accounts identifiziert haben und dazu aufgefordert haben, die zu blocken. Das finde ich zum Beispiel eine Aktion, die finde ich völlig okay. Weil es ist sozusagen, ich meine, niemand ist ja gezwungen, diesen Empfehlungen zu folgen. Aber für mich, wenn ich jetzt überhaupt dahin komme und überhaupt gar keine Lust habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dann blocke ich da halt, was die da vorschlagen. Und dann habe ich 5 Leute zu Unrecht geblockt, so what? Ja, es hat ja niemand einen Grund, ein Recht darauf, von mir nicht blockiert zu werden. Also da ist dann die Diskussion wieder schiefgegangen. Ja? Also wo dann gesagt wird, das ist Zensur oder das ist ganz normal, warum nicht? Ja? Also es könnte ja auch irgendwie eine Gruppe kommen und sagen, irgendwie wir, also ich finde, da wird vermischt sozusagen die Bereitstellung des öffentlichen Raums und die Möglichkeit,
innerhalb dieses öffentlichen Raums sich einen eigenen Kreis zu finden und aus dem auch Leute auszuschließen. Ja, warum nicht? Das ist doch ganz normal. Wir können doch nicht dauernd mit allen Leuten kommunizieren und befreundet sein. Und im Internet muss man das dann irgendwie automatisieren. Da kann ich mir auch nicht jeden einzelnen Fall einzeln angucken. Das kann ich auf meiner Party zu Hause. Aber ich meine, bei 8000 Leuten kann ich doch nicht jeden einzelnen Fall begutachten. Oder also, ja. Okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da sind Kommentare oder Fragen. Ich wollte jetzt auch nur noch mal sagen, wer möchte, der kann, weil ihr... Ich hab so ein bisschen Unruhe gehört. Gibt es erstmal Ideenfragen? Ja? Magst du nach vorne kommen oder soll ich dir das? Weil du müsstest ins Mikro sprechen. Ach, nach vorne. Entschuldigung. Oh. Also, bitte, ja. Also ihr müsst alle nach vorne kommen. Auf welchen Stuhl setze ich mich? Auf den Stuhl. Okay, hallo. Mich würde interessieren, wie das war, bevor du Kommentare freigeschaltet hattest bei deinem Blog. Also du hast ja vorher veröffentlicht, du hast Texte geschrieben, auch ja zu den gleichen Themen, auf die es jetzt entsprechende öffentliche Reaktionen gibt. Gab es da vergleichbar E-Mails? Hast du da, das war ja die einfachste Möglichkeit, dich da zu erreichen. War das irgendwie in Form und auch in der Quantität vergleichbar? Nee, oder? Es gab überhaupt keine Reaktionen. Also es gab zwar die Möglichkeit, mir E-Mails zu schreiben, aber es gab keinerlei Reaktionen, außer ganz ab und zu mal eine interessierte Nachfrage. Also es gab sehr selten Mails, die waren aber immer positiv und hatten immer irgendein Interesse. Es waren auch nicht einfach nur Meinungsäußerungen, sondern es waren halt Fragen. Das habe ich nicht verstanden oder hast du dann eine Literaturangabe? Und ich glaube, natürlich ist es auch so, dass diese... sowohl Hate Speech als auch einfach nur Trollerei natürlich den Wunsch hat, das öffentlich zu machen. Wenn das niemand sieht, ist es ja witzlos. Also das ist von daher tatsächlich nur an die öffentliche Sichtbarkeit gebunden. Also da war gar nichts. mir ist jetzt auch noch eingefallen, es gibt so ein Beispiel von einer australischen Spieleentwicklerin, die hat ganz viel auf ihrem Blog und auf ihren Kommentaren. Und dann hat sie nach den Müttern gesucht auf Facebook und hat den Müttern sozusagen die Gewaltandrohungen, die ihre Söhne dort gegen sie öffentlich gemacht, geschrieben. Was hältst du denn von so einer, also das ist ja sozusagen auch schon ein pädagogischer Anspruch dahinter, irgendwie eine Verbindung zu ziehen, zurück zu sagen, okay, was macht man mit diesen Trollen oder mit den Menschen, die irgendwie anscheinend ein Problem haben und natürlich über diese Öffentlichkeit auf meinem Blog leben? Oh, das ist eine interessante Frage. Da habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Also spontan ist natürlich die Frage, warum muss ich das öffentlich machen? Also an die Mütter zu gehen, ist sicher keine schlechte Idee. Aber das öffentlich zu machen, hat dann natürlich gleich schon wieder... Also ich weiß es nicht. Da habe ich jetzt keine Meinung zu von haben. Gibt es weitere Fragen, Olli? Hallo. Jetzt hast du ja angesprochen, dass es eher um Gesellschaftsveränderungen geht, die ja auch im Speziellen und auch im Feminismus, wie du ihn verstehst. Und dem gegenüber steht ja jetzt die gesellschaftliche Wahrnehmung, die ja da auftritt und also auch Dinge, die dann nicht schön sind. Wie kommen wir denn zu der Erkenntnis, zu Ideen, was können wir denn tun, Mann oder Frau oder sonst was, um eben in Volke, in der Gesellschaft dafür ein Bewusstsein mehr zu wecken? Also ich weiß aus eigener Erfahrung, wir haben mal eine schöne Veranstaltung gehabt mit sehr schönen Ergebnissen, die wurden komplett ignoriert. Und sowohl von der feministischen Seite teilweise als auch von der anderen Seite. Und das fände ich schade. Und hast du da vielleicht eine Idee oder einen Gedanken zu? Also wie schärfen wir das Bewusstsein? Tja, wenn man das so leicht wüsste. Ne? Aber ich denke mir, eine gute Möglichkeit ist... einfach weniger über den Feminismus zu reden, sondern die Ideen von Feministinnen einfach inhaltlich aufzugreifen und darüber auch zum Beispiel mal selber zu bloggen. Also da habe ich jetzt gerade auf einem feministischen Blog XY gelesen, das sind meine Gedanken dazu. Das und das kann ich nachvollziehen, das und das erscheint mir noch nicht so plausibel, will ich hier auch mal zur Diskussion stellen. Das wäre ja eine Möglichkeit, sozusagen diese also nicht diese Metadiskussionen über den Feminismus zu führen, sondern einfach mal einzelne Themen aufzugreifen und mit in die
mit auch in andere Szenen, dann in die eigene zum Beispiel reinzuholen. Das wäre meiner Meinung nach eine ganz gute Sache. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Weil ich Nein, nicht Untersuchung, wir hatten eine Veranstaltung und da ging es auch um die Piraten zum Teil und wir hatten ja große und haben auch große Probleme mit Hate Speech und Hatern in der Partei gehabt. Und es war eine Veranstaltung, die war feministisch organisiert, aber es kamen am Ende Ergebnisse raus, die eigentlich überhaupt gar nicht mehr an Etiketten festzumachen waren, sondern es war Kommunikation, Gewalt, Diskriminierung, so, das war ganz klar. Mhm. Und das hat ja auch zu Problemen geführt in unserer öffentlichen Wahrnehmung und ich fand es sehr bedauerlich, dass eben von vielen Seiten her, obwohl es wirklich eine sorgfältige Arbeit war, das ist unstrittig, da eben nicht aufgegriffen wurde, sondern da zu erleben, wie stark die Verdrängung sein kann in solchen Bereichen, das fand ich zum Teil sehr enttäuschend. Ja, also ich denke mir, es ist auch, es wird momentan im Diskurs noch zu sehr auch alles durcheinander geschmissen, Trolle, Hate Speech und so weiter. Das gibt, aber das ist eine ganz große Bandbreite von Sachen. Es gibt natürlich Leute, die einfach nur beschimpfen und bedrohen. Dann gibt es Leute, die einfach sehr überzeugt davon sind, dass sie recht haben und dass Feministinnen den Untergang der Welt sozusagen einleiten. Ich glaube, dass da welche tatsächlich davon überzeugt sind, dass das so ist. Also, dass die, es gibt welche, die sich die eigentlich gar nichts Schlimmes wollen, aber sich sehr unglücklich ausdrücken, sodass sie bei mir auch gleich im Mülleimer landen. Aber das müsste nicht sein. Also ganz gerade kürzlich hatte ich mal, also wenn zum Beispiel ein Wort wie Geschwurbel im Kommentar steht, ja, was war das wieder weg, ja. Aber in dem Fall ging es mal nicht weg, sondern ich schalte manchmal auch antifeministische Kommentare aus frei, um sie erwidern zu können. Also wenn ich den Eindruck habe, also manchmal wird ja auch in Frage gestellt, dass es Antifeminismus überhaupt gibt. Dafür ist es dann gut, wenn man solche Kommentare kriegt, weil die belegen, dass es gibt. Und es gibt dadurch gleichzeitig die Gelegenheit, es auch inhaltlich gerade zu rücken. Also wenn ich gerade Zeit habe, darauf zu antworten, dann schalte ich die dann auch mal frei. Und in dem Fall war das so. Und dann hat sich daraus eine interessante Diskussion ergeben, die zum Ergebnis hatte, dass dieser Mensch sich wirklich interessiert hatte, sich aber im ersten Kommentar einfach total blöd ausgedrückt hat, mit so einem Wort wie Geschwurbel zum Beispiel. Also der wusste nicht, was ich gehört. Also der wusste nicht, dass ich in der öffentlichen Diskussion es nicht gehört, zu sagen, was war das jetzt für ein Geschwurbel, sondern dass man da sowas sagt wie, sehe ich aber anders. Also das ist, und das war dann aber eine interessante Diskussion, aber das ist anstrengend, das ist viel Arbeit und diese Diskussionen können nicht Feministinnen alleine führen. Das ist sozusagen, das ist einfach ein Ressourcenproblem. Wir können nicht sozusagen das alles erklären und deswegen wäre das gut, wenn, also deswegen auch diese Ideen aufgreifen. Und ich finde im Übrigen, dass Aufschrei genau darin vorbildlich war, weil es sozusagen ein Thema von der ganz radikalen Seite bis zur Mainstream-Seite auf allen Zwischenetappen des Spektrums diskutierbar gemacht hat. Also weil es gab die ganz Radikalen, die zum Beispiel sagten, Aufschrei ist total blöd, weil da geht es nur um eine Diskriminierungsform und alle anderen werden ausgeschlossen. Und dann, also und von da bis zu hin zu, wieso Sexismus gibt es doch gar nicht mehr, war ja alles vertreten. Und man kann das aber nicht alles in einem Raum diskutieren, sondern man kann immer nur von der eigenen Position aus ein bisschen nach da und ein bisschen nach da diskutieren, weil man sich sonst gar nicht verständigen kann. Und deswegen brauchen wir eine breite Diskussion, die alle sozusagen, und ich glaube, dass in Bezug auf Alltagssexismus Aufschrei bewirkt hat, dass alle so ein kleines bisschen verrückt wurden. Alle haben so einen kleinen Schritt getan. Das heißt nicht, dass sie am Ende alle am selben Platz stehen sozusagen. Und das in Feminismusdebatten generell, das fände ich total cool. Also das überall da, über die Aspekte diskutiert werden, die für den dortigen Kontext von Interesse sind. Und nicht so, sagen die da sind so radikal, also ist der ganze Feminismus blöd oder sowas. Pauschalisierung halt. Also wie du gesagt hast, mühsam, der mühsame Weg, kleine Schritte, ja. Überzeugungsarbeit, immer wieder präsentieren und so weiter. Ich danke. Mhm. Hallo. Danke nochmal, dass ihr euch hier die Zeit nehmt am Sonntag. Das finde ich wunderbar. Du hast jetzt ganz viel von deiner persönlichen, ich mache das so, wie ich das für richtig halte, finde ich super, gesprochen. Mich würde jetzt interessieren,
die politische bzw. die juristische Seite auch. Also wir haben es ja auch im Titel stehen, wie können wir uns dagegen politisch und juristisch wehren? Dann kann man natürlich argumentieren, du bist eine öffentliche Person, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und wenn du darüber sprichst, dann ist es ja in einer gewissen Weise schon politisch. Aber wie sieht es denn da, das würde mich interessieren, deine Forderungen bzw. deine Wünsche aus, was einerseits an der, die Politik angeht und auf der anderen Seite die juristische Seite. Ich kann mir vorstellen, dass auch du schon dich juristisch gewehrt hast. Was rätst du da? Ja, ich habe es nur einmal gemacht, dass ich versucht habe, sozusagen eine tatsächliche Drohung, Vergewaltigungsdrohung irgendwie bei der Polizei zu melden, aber das war so ein absurdes Erlebnis, das würde ich nie wieder machen. Da ist die Polizei nicht drauf vorbereitet. Das hat mich nur Nerven und Zeit gekostet und ja überhaupt gar nichts gebracht. Kannst du das mal ausfüllen, bitte? Naja, die haben halt gesagt, die IP-Adresse ist unbekannt, da können wir jetzt gar nichts unternehmen. Also das war, dann haben sie natürlich eine Anzeige gegen unbekannt aufgenommen. Das hat irgendwie, ich musste da Stunden auf dem Polizeiamt rumsitzen und dann ist gar nichts passiert. Irgendwann kam der Brief, das Verfahren wurde eingestellt. So. Also ich kann das auch nachvollziehen. Das ist ja auch einfach tatsächlich schwierig. Man könnte natürlich sagen, die Polizei sollte sich da mehr schulen und zumindest internetfähige Computer überall stehen haben. Also da hat es ja schon angefangen, dass man erst warten musste, bis der eine Kollege da war, der einen internetfähigen Zugang. Also das war jetzt aber schon ein paar Jahre her, vielleicht ist das schon besser, aber da ist ja, das ist einfach eine Know-how-Frage. Das ist, hat die Polizei nicht auf dem Radar, wie sie natürlich generell mit sexueller Belästigung auch nicht so gut ist. Das war mal. Also da muss man ja halbtot vergewaltigt worden sein, um das sozusagen strafrechtlich relevant zu machen. Und erst recht im Internet, wo ja gar nichts passiert ist. Also, und das gab ja auch so, weiß ich nicht, ob ihr gesehen habt, auf die Ankündigung hier der Veranstaltung auch wieder so einen blöden Kommentar von, ja, die vielen Internettoten, die es schon gegeben hat. Es gibt ja Leute, die tatsächlich der Meinung sind, dass das sozusagen die Beschäftigung mit diesem Thema völlig überflüssig ist, weil es ist ja nur das Internet, da kann einem ja nichts wirklich passieren. Und das ist vielleicht auch, da weiß ich, also da habe ich nicht sehr viel Hoffnung, dass da in kurzer Zeit was passiert und dass auch der Rechtsstaat uns da schützen wird. Also da setze ich dann noch eher auf die Plattformen, die dann solche User ausschließen oder so oder da mehr. Und das ist auch effektiver, weil das die Leute mehr betrifft. Also ich finde auch nicht, ich will jetzt auch nicht dieses Problem jetzt zum Aufbau des Polizeistaats sozusagen nutzen. Ich glaube, dass das nicht der Weg ist. Es ist eher, also blockieren oder die als User sperren bringt, schadet denen ja mehr als irgendwie so ein Verfahren, das auch nicht wirklich zu was führen kann. Was war dann eine zweite Frage? Das Politische, die Juristische, das hängt ja so ein bisschen miteinander zusammen. Ich bin auch keine Juristin. Also ich könnte da jetzt auch keinen Vorschlag aus dem Ärmel schütteln. Ich wäre aber natürlich gut, wenn sich die Leute, die sich damit auskennen, dieses Thema mal tatsächlich auch vornehmen und dann Expertinnen dazu einladen und sich informieren und dann da Vorschläge entwickeln. Aber das ist nicht mein ich kann denen jetzt nicht sagen, was richtig wäre, weiß ich nicht. Bitte. Hallo, normalerweise lege ich mein Telefon schon weg, wenn ich zu jemandem gehe, mit dem ich reden möchte, aber das hat jetzt gerade einen ganz bestimmten Grund. Ich hatte vorhin, also wir twittern ja alle mal so ein bisschen kleine Auszüge aus dieser Peira-Matinee, und ich hatte vorhin getwittert, dieses Zitat von dir, es hat niemand ein Recht darauf, von mir bei Twitter nicht blockiert zu werden, sagt Antje Schrupp, meine Anmerkung dazu, zu Recht, Ausrufezeichen. Ich habe innerhalb von 5 Minuten darauf ungefähr drei Kommentare gekriegt und ich lese sie auch gleich vor, wenn dieses dumme Telefon, drei Kommentare, die in die komplett gleiche Richtung gehen, und das ist so ein schönes Beispiel dafür, was eigentlich hier schiefläuft. Kommentar 1, und es hat niemand ein Recht darauf, von mir bei Twitter blockiert zu werden, so viel Respekt vor mir habe ich noch. Gut, kann man machen, finde ich jetzt harmlos. Kommentar Nummer 2, danke für den Hinweis, Diana 030, die Antje Schrupp hatte ich noch gar nicht blockiert. Auch okay. Der dritte
von einem Account namens Männerstreik. Die Antje Schrupp hat im Hofil mit Alles Schwarzer gemein. Beide sind weiß, feministisch und überflüssig bis nervtötend. Ja. Da fällt einem doch nichts mehr zu ein. Also ich meine, das ist jetzt alles noch sehr harmlos, aber es ist wirklich so exemplarisch dafür, sobald mal jemand den Mund aufmacht und seine Meinung kundtut und er ist eine Frau, habe ich wirklich teilweise das Gefühl, ja wirklich, ich habe das Gefühl, da kommen dann erstmal ein paar blöde Sprüche, die überhaupt völlig unsachlich sind und auf dieser Themenebene gar nicht mehr vorherrschend sind. Ich habe eine Meinung und mir wird gesagt, ja du bist doch immer so, lalala. Mhm. Kennst du das? Natürlich, also ich habe die halt alle blockiert, deswegen sehe ich die nicht mehr. Was aber tatsächlich auch blöd ist, weil natürlich ist zu viel Blockieren auch doof, weil, weil man dann ja auch nicht mehr mitkriegt, was die Leute über eine reden. Aber es ist irgendwann einfach zu lästig. Es ist zu lästig und ich denke mir ja vielleicht, sie machen sich damit ja auch, zumindest ich nehme sie nicht mehr wahr. Also weil aus meinem Filter sind sie raus und das ist viel entspannender, weil ich das dann gar nicht mehr, also Männerstreit zum Beispiel ist ganz bestimmt bei mir blockiert. Aber bei mir auch gleich. Ja. Nein, aber es ist, das ist kindisch, das ist eine kindische Diskussion. Aber es gibt natürlich dieselbe Haltung auch diese ganz kindischen Sachen sind ja fast noch die leichtesten, weil man sie einfach blockieren kann. Aber es gibt ja auch Leute, die dann innerhalb des Diskurses durchaus einflussreich sind und auch ähnlich, ich sag mal Don Alfonso, nur als Beispiel. Also nur sonst aber, ich habe es gesagt, ich habe mal Don Alfonso, nein, also weil es sozusagen, weil es ja für einen Typus steht und es ist, so jemanden zu ignorieren, ist sehr viel schwieriger. Aber es ist auch nicht unmöglich. Es ist auch nicht unmöglich, aber natürlich zeigt in dem Fall auch, dass man sich aus einem Teil von wirklich wichtig, also wichtig nicht im Sinne von, weil ich es wichtig finde, aber einflussreichen Teilen des Diskurses aussperrt selbst. Ne? Aber das ist meiner Meinung nach eine notwendige Entscheidung, weil auch nicht, also weil das Problem ist eigentlich, dass diese Art von Diskussionen ungeheuer viel Energien abziehen. Und aber erstens unter dem Strich nichts bringen und zweitens mich dann davon abhalten, mich mit interessanteren Themen zu beschäftigen. Es ist wirklich oft am Ende eine Frage der Ressourcen. Und das kann auch ganz lieb kommen. Also ich habe zum Beispiel, die liebste Art von Trolle sind Leute, die ganz nett formuliert fragen, hallo Frau Schrupp, Sie haben das und das geschrieben, ich hätte dazu mal diese Fragen 1 bis 15, können Sie mir die bis morgen bitte beantworten? Also das ist alles sozusagen, das kommt ja dann auch in einem freundlichen und interessierten Ton vor. Und ich könnte ja sagen, super, da interessiert sich jemand so sehr für mich, aber ich kann ja nicht, und dann sage ich, tut mir leid, habe ich keine Zeit für. Und dann kommt der Ärger, weil es sozusagen eigentlich diese Erwartungshaltung gibt, wenn eine Feministin schon sich traut, Thesen in die Welt zu stellen, Behauptungen aufzustellen, die mir nicht unmittelbar einleuchten, dann ist sie mindestens verpflichtet, mir das so lange zu erklären, bis sie mir einleuchten. So diese, und das ist eigentlich ein größeres Problem, ja? Weil wenn die sich dann darüber beschweren, haben die ja, beeinflussen die ja den Diskurs. Und ich glaube, dass diese Art und Weise, wie bestimmte Kolumnisten in Medien über den Feminismus schreiben, auch eine Folge davon ist, dass diese Stimmen einfach sehr präsent sind im Internetdiskurs, weil die auch einfach immer wieder kommen. Also wenn das immer wieder kommt, immer wieder kommt, immer wieder kommt, dann klappt man das irgendwann, weil man es so oft gehört hat, ja, da muss ja was dran sein. Ja, ist halt eine Art von Gehirnwäsche, ne, letztendlich. Ja, genau. Ja, hallo Antje. Es ist ja parlamentarische Übung, jedes Jahr zum Frauentag irgendwie einen besonders tollen Antrag für die Frauen in allen Parlamenten zu behandeln und dann auch abzustimmen und zu beschließen. Und dieses Jahr hat sich natürlich die Familienministerin ganz besonders auf die Schultern geklopft, weil sie die Frauenquote in den Aufsichtsräten der börsennotierten Unternehmen durchgesetzt hat. Nach dem, was du gerade gesagt hast, ist es ja jetzt ein Rückschritt, weil letztlich wird damit natürlich überhaupt nicht das patriarchal-kapitalistische System angerührt,
sondern letztlich wird nur dafür gesorgt, dass jetzt ein paar, ich sag mal, alte, weiße, akademische Frauen irgendwie bei dem Scheiß mitspielen dürfen. Könntest du da nochmal zu sagen, was du irgendwie von dieser, ich sag mal, sakrosankten, wie soll man das sagen, irgendwie Frauentagsabfeierei hältst, die dann halt irgendwie zu solchen Blüten führt und dann ist auch wieder alles gut für das nächste Jahr? Ja, also es ist ja allgemein bekannt, dass ich keine Freundin der Frauenquote bin. Allerdings ist hinter der Forderung nach einer Frauenquote ja nicht einfach nur der Wunsch, wir wollen da auch mitspielen, sondern diese Diskussion ist im Feminismus schon sehr alt, nämlich die Frage, inwiefern können Frauen, wenn sie in Institutionen sind, dort was verändern. Also hinter der Forderung nach der Frauenquote von feministischer Seite jedenfalls steckt nicht die Idee, wir wollen da einfach nur mitspielen und soll sich nichts ändern, sondern dahinter steckt die Idee, wenn es eine bestimmte Quote an Frauen gibt, dann ändern die da was. Und ich glaube das nicht, deshalb bin ich da dagegen. Aber ich würde jetzt nicht denen, die das fordern, unterstellen, dass die einfach nur sozusagen da mitspielen wollen. Das ist nicht wahr. Also die glauben eben, dass dadurch sich was verändern wird. Und ich glaube das nicht und das ist der Streit. Also der Streit ist, wie können wir am besten was verändern? Und das wird nur sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung wird es so wahrgenommen, als wollten die das nur, um da auch mitspielen zu dürfen. Ich glaube ja, dass die Frauenquote ein Wirtschaftsförderungsgesetz ist, weil mehr Diversity in Institutionen, diese Institutionen besser macht. Und da kann man auch wieder fragen, finden wir das gut oder finden wir das schlecht? Also, aber jetzt zu sagen, die Frauen sollen da rausbleiben, um das System schneller zum Einsturz zu bringen, wäre jetzt meiner Meinung nach auch ein bisschen übertrieben. Also das ist nicht so einfach. Also ich glaube natürlich, dass diese Frauenquote überschätzt wird und dass ich glaube auch, dass dahinter so eine gewisse Sehnsucht steckt, dass sich die Frauenbewegung doch auf was Gemeinsames einigen möge. Und da kann das die Frauenquote sein. Ja. Ich würde sagen, das eröffnet jetzt die Diskussion. Ich finde es gut, wenn die einführen. Dann können wir dann in 5 Jahren darüber reden, warum es nichts gebracht hat. Und dann sind wir sozusagen, also bevor wir jetzt noch ewig lang über die Quote diskutieren, so können wir sie einführen und können dann evaluieren, was sie, ich wette, eben nicht gebracht hat. Aber wenn ich, vielleicht verliere ich die Wette ja auch, keine Ahnung. So, ich will. Antje, deine Antwort auf die Frage von Simon hat mich dann doch verleitet, nochmal nachzuhaken. Du hast vorhin erwähnt, das, was da im Internet falsch läuft, läuft deshalb falsch, weil wir noch keine Kultur entwickelt haben für das Aushalten von Konflikten. Ich komme jetzt zurück zu der Frage, Frauenquote ja oder nein. Hast du denn sozusagen andere praktische Maßnahmen, wie sozusagen dein Ziel, mehr Rechte für Frauen, besser durchgesetzt werden kann? Weil diese Grundfrage taucht ja überall auf. Gehen wir den sozialdemokratischen Weg oder gehen wir den kommunistischen Weg? Gehen wir den Weg von Varoufakis jetzt, der eben sagt, wir müssen uns auf den Kapitalismus einlassen, weil wir ihn nicht sofort stürzen können? Also im Grunde genommen ist hinter der Frauenfrage, das ist ja auch von dir zu Recht so gesagt worden, es geht nicht um die Frauen schlechthin, sondern es geht um die Verbesserung dieser Welt. Aber wie schnell und mit welchen Maßnahmen, was ist sozusagen werbewirksamer, was kann Menschen mehr überzeugen, die noch nicht unserer Meinung sind, davon, dass sie mit uns ziehen? Ja, also ich finde ja eine schöne Maßnahme, also ich finde die Quotierung, die Quote hat das Problem, dass sie davon ablenkt, dass es eigentlich ein Problem gibt. Also ich finde, das war ja die Piratenpartei, ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass sehr viele Institutionen und Organisationen einfach, so wie sie jetzt sind, für Männer deutlich attraktiver sind als für Frauen offensichtlich, Wikipedia zum Beispiel auch. Und dass wenn man eine Quote einführt, würde das ja künstlich verschleiert sozusagen, weil man per Zwang Frauen dahin bringt, ja. Aber damit ist ja, also ich finde, der Weg wäre andersrum, dass sich diese Institutionen überlegen sollten, warum sind wir denn für Frauen so wenig attraktiv und sich dann die Frage stellen sollten, okay, wollen wir ein Männerverein sein, dann stehen wir dazu
Oder wollen wir ein allgemeiner gültiger Verein sein, dann müssen wir uns irgendwas überlegen. Und dieses Überlegen sollte was anderes sein als die Quote. Wir sollten überlegen, was hält Frauen davon ab? Wie können wir attraktiver werden? Also was müssten wir bei uns ändern, damit Frauen nicht nur gezwungenermaßen, sondern freiwillig zu uns kommen? Und das vielleicht könnte man, ich hatte mal so vorgeschlagen, so eine Art Punkte-Ampelsystem zu machen, wo einfach Projekte identifiziert werden als sind rein männlich, sind rein weiblich, sind tatsächlich gemischt, sodass ich das identifizieren kann. Ich habe auch nichts, ich bin ja auch eine Befürworterin von Frauenprojekten. Ich habe prinzipiell nichts gegen Männerprojekte. Die sollen sich dann nur nicht als allgemeine Projekte aufführen. Ja, also ich finde das, also ich finde die als Männerprojekt finde ich die Wikipedia gut. Nur wenn sie beansprucht, ein allgemeingültiges Lexikon zu sein, dann muss ich sagen, das ist Hybris, das ist sie nicht. Sie spiegelt die Welt, wie sie Männer sehen. Und das ist auch gut. Also ich finde das gut, dass es das gibt. Ich nutze das auch, aber es ist eben nicht die Welt. Aber die Schwierigkeit entsteht auch dann, wenn sozusagen die Gemeinschaft zunächst von Männern dominiert ist. Das geht dann immer nicht. Wir können das auch mit der Piratenpartei auf Peira übertragen. Wir haben zu wenig Frauen bei uns. Ja. Und ich denke, uns Männern, nicht mir persönlich, bin aufgewachsen mit 3 Frauen und war auch in der Schule nur mit Frauen zusammen. Also insofern glaube ich, ein wenig davon zu verstehen, aber viel zu wenig verstehe ich immer noch. Und insofern, wie entstehen sozusagen diese Anreizsysteme, dass sozusagen eine Gemeinschaft, die von Männern dominiert ist, attraktiv ist, zum Mitmachen für Frauen. Das ist doch das große Problem, wenn es nicht theoretisch bleiben soll. Ja. Natürlich sind wir auch bei Peira dafür, dass wir das gemeinsam machen wollen und nicht als männerdominierte Vereinigung. Ja, ja. Aber wir finden offenbar nicht die richtigen Mechanismen, um attraktiv zu sein. Also das ist sehr schwierig, glaube ich, wenn eine Sache schon gegründet wurde, dann nachträglich die reinzuholen, die da nicht dabei sind. Also zum Beispiel haben wir vor 2 Jahren auch eine Tagung veranstaltet und wir waren eine feministische Tagung. Wir waren auch in vielerlei Hinsicht gemischt, also ideologisch gemischt, altersmäßig gemischt, aber wir waren alle deutsch. Also wir hatten wenig Migrantinnen dabei. Und dann haben wir kurz überlegt, sollen wir jetzt nachträglich die noch reinholen, ne? Und haben uns dann entschlossen zu sagen, nee, das machen wir nicht. Also wir gucken natürlich, wenn wir welche finden, die wir einladen wollen, dann schon. Aber das geht nicht, sondern wenn wir das wollen würden, müssten wir eine neue Tagung planen und zwar von Anfang an zusammen mit denen, die wir noch dabei haben wollen. Es ist auch, glaube ich, so, dass man kaum alle dabei haben kann. Also Männer und Frauen ist jetzt eine sehr offensichtliche Unterscheidung auch. Das kann man schon machen, aber schon bei anderen ist ja dann die Frage der Prozentteile, weil es ja dann nicht mehr 50-50 ist im Sinne der Repräsentation. Also ich denke mir, man muss, bevor man ein Projekt startet, sich überlegen, was soll das für ein Projekt sein? Und wir sind jetzt hier nur Männer, die Idee haben. Wenn wir jetzt das Projekt gründen, wird das wahrscheinlich ein Männerprojekt. Also wollen wir das dann trotzdem machen? Oder wollen wir uns jetzt vor der Gründung Frauen suchen und fragen, wie sie also denn das machen würden? Ja? Und dann kann es, ich glaube, dass das fast nie geht, nachträglich das zu öffnen. Quintessenz, wir lösen uns erstmal auf. Und gründet euch nochmal neu. Peira 2.0. Now inclusive. Ja, finde ich ganz sympathisch, aber dann muss man sich ja praktisch jeden Tag neu gründen. Also Frage, also ich möchte ja nur sagen, also wenn es jetzt um so kleine, also was heißt zielorientierte Projekte geht, die ein bestimmtes Thema haben, ist das eine ganz wichtige Überlegung. Allerdings bei Parteiprojekten, die hängen von vielen anderen Dingen ab und ich denke, da muss man dann ein bisschen anders rangehen. Aber ich wollte eben eigentlich zum Thema gewaltvolle Internetkommunikation sagen, dass hier wird ja nur etwas deutlich, was in der Gesellschaft vorhanden ist. Nicht? Also diese Gewalt ist in der Gesellschaft vorhanden. Sie kommt im Internet besonders leicht raus, weil wenn du irgendwie auf der Straße bist und sagen wir mal von jemandem beleidigt bist, dann dauert es vielleicht ein paar Stunden, bis du deine Freunde oder Kumpels geholt hast, um den zu verprügeln. Bei Twitter geht das sofort.
weil sobald du jemanden beleidigt hast, sind alle Follower informiert und fangen an, auf jemanden rumzuhauen. Nicht? Also das sind eben diese Twitter-Wars. Und das ist aber nichts, was Twitter hervorbringt, sondern das ist etwas, was ist latent in der Gesellschaft vorhanden, also diese latente Gewaltbereitschaft, also du nennst es Kultur, ganz genau, dass man überhaupt nicht lernt, zum Beispiel, wie man auf bestimmte Übergriffe sinnvoll reagiert, wie man das auch durch Mittel, zivile Mittel verhindern kann. Das ist eine Frage der Gewalt- und Konfliktforschung. Also ich denke, da bist du auch gut drüber informiert. Und ich würde jetzt mal die Frage stellen, wie ist das umgekehrt? Wie kann man nun umgekehrt das ins Positive wenden? Also dadurch, dass Twitter eben das so offensichtlich macht, dass eben diese Gewalt in der Gesellschaft vorhanden ist, jetzt dort Strategien zu entwickeln, die in die Gesellschaft zurückwirken. Das heißt, vielleicht zu versuchen, Erkenntnisse der Gewalt- und Konfliktforschung sinnvoll anzuwenden. Ja, also ich denke tatsächlich, dass mit der Aufschrei-Aktion das ja genau passiert ist. Das war ja die erste Aktion, die tatsächlich aus Twitter relativ schnell in die Außer-Internet-Welt, also schon am Tag später, war ich im Kino und da haben sie in der Schlange am Klo über Aufschrei gesprochen. Und ich finde eigentlich so netzpolitisch gesehen ist das noch zu wenig analysiert worden, weil mir fallen nicht so viele andere Themen ein, wo tatsächlich aus Twitter ein Impuls in die Allgemeingesellschaft gesetzt wurde. Und das könnte man ja sozusagen als Best Practice mal nehmen und analysieren und gucken, was hat da dran funktioniert? Warum ging das? Warum war das plötzlich verständlich, auch für nicht Leute, die nicht bei Twitter waren? Und ich glaube, dass der Grund tatsächlich das war, was ich vorhin beschrieben habe, dass diese Sache auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Szenen diskutiert wurde und zwar jeweils für diese Szene passend. Also alle verschiedene feministische Blogs haben darüber geschrieben, aber für ihre Szene. Die einen haben das kritisiert, die anderen, sogar Antifeministinnen haben dann an dieser Diskussion teilgenommen, weil sie gesagt haben, also eigentlich bin ich ja auch für Emanzipation, aber dieses Aufschrei ist jetzt zu viel. Aber das hat ja tatsächlich dazu geführt, dass diese Aktion auch bekannt wurde und dass dann in deren Blogs vielleicht auch dann Leute waren, wieso, aber das und das ist doch ein Aspekt, der gut ist. Also ich denke, diese Übersetzung von allgemeinen Debatten und allgemeinen Erfahrungen in verschiedene Kontexte, das ist die Stärke des Mediums Internet und die wird zu wenig noch genutzt. Und das könnte eben auch für die Diskussion über Gewalt und über Kultur sein, weil es gibt ja nicht die eine Internetkultur, sondern es ist zum Beispiel, also wenn ich, gerade zum Beispiel Wikipedia, wenn ich da jetzt weiß, das ist ein Männerprojekt, die sind da ruppig, ja, die sind auch vielleicht viele von denen mal latent frauenfeindlich, wenn ich das vorher weiß, dann kann ich da hingehen und kann sagen, okay, ich schreibe da jetzt trotzdem mal einen Artikel oder korrigiere mal einen und gehe dann wieder weg. Ich weiß ja, was mich erwartet, aber das Thema ist mir jetzt wichtig. Das ist ein anderes Setting, als wenn ich immer gesagt kriege, Wikipedia ist ein inklusives Projekt und Frauen sind willkommen. Dann gehe ich hin und werde angekackt und dann denke ich, dann fühle ich mich halt reingelegt. Ja? Das war nicht das, was mir versprochen wurde. Und von daher denke ich, wenn wir offener über die Tatsache, dass es eben verschiedene Kulturen parallel gibt, so wie im anderen Leben ja auch. Also wir sind sozusagen, wenn ich im, und ich denke, das ist auch ein Punkt, wir haben im Internet nicht das körperliche Indiz dafür, wo wir gerade sind. Also wenn ich auf eine Punkparty gehe, dann weiß ich, wo ich bin. Ja? Dann das fühle ich, das sehe ich, das rieche ich. Wenn ich irgendwo in der großen Halle am Mikrofon stehe und spreche, dann weiß ich, ich spreche jetzt öffentlich. Ja? Das Internet ist sozusagen, das machen wir alles im Pyjama auf dem Sofa. Und da haben wir sozusagen, wir haben nicht unmittelbar körperlich die Empfindung, wo bin ich gerade hier? Ja? Und das ist mit ein Problem, das muss man erst lernen, dass sozusagen ich eben daran, dass ich im Pyjama auf dem Sofa liege, nicht merke, ob ich jetzt gerade zu einer großen Öffentlichkeit spreche oder zu meiner besten Freundin. Und dass ich gerade auf einer Punkparty bin oder beim Häkelkreis oder sowas, das ist was ich sozusagen mir denken muss, mir bewusst machen muss und was ich nicht unmittelbar klar hat. Und das ist, glaube ich, ein Teil dieses Problems, warum wir da noch nicht mit dieser Kultur umgehen können. Ich bin heute Morgen an einem Blumenladen vorbeigekommen. Da stand ein großes Plakat davor und auf diesem Plakat stand
Blumen sind, was Frauen wollen. Das ist auf so vielen Ebenen absurd, dass ich jetzt, glaube ich, länger bräuchte, um das auszudiskutieren. Aber es ist mit Sicherheit dieser Spruch nicht von einer Frau erfunden worden. ist nur an diesem Beispiel, also es gibt auch diese schrecklichen Fernseh-Talkshows und solche Sachen, wo ich dann immer wieder erschreckt feststelle, es passiert eben nicht nur im Internet, sondern da möchte ich dich jetzt mal fragen, hat sich da in den letzten 10 Jahren oder länger irgendwie, hat sich da wirklich nichts zum Guten bewegt oder wird es tatsächlich schlimmer, wie man teilweise den Eindruck haben könnte, also dass das reaktionärer ist oder gibt es da eine Spaltung der Gesellschaft in wirklich sehr, sehr fortschrittliche Teile, die jetzt also auch zum Beispiel nicht nur Frauen und Männer, sondern eben auch verschiedene Genders und so weiter akzeptieren, für die das inzwischen völlig normal ist und eine andere Gruppe, die halt wieder zurück will irgendwie in die 50er Jahre? Oder, also ist das jetzt nur mein Eindruck oder du hast da ja sicherlich durch deine Arbeit einen größeren Überblick? Ja, das ist schwierig. Ich glaube, dass es tatsächlich ungleichzeitig ist. Ich weiß nicht, ob es meine eher optimistische Natur ist, aber ich glaube, dass es positive Fortschritte gibt. Und ich meine, so ein Spruch, das ist, was Frauen wollen, das ist halt einfach nur eine sehr unoriginelle Art, Blumen zu verkaufen heute. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch früher in der DDR, da wurden, glaube ich, tatsächlich Blumen verschenkt zum Internationalen Frauentag. Das ist sowas Ähnliches wie Muttertag oder so. Ja. Also, das würde ich jetzt noch gar nicht mal als Indiz ansehen. Was sich tatsächlich verändert hat im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren, ist, dass die klischeehafte Darstellung von Geschlecht oder von Gender wieder zugenommen hat. Also es gibt ja diesen schönen Vergleich der Lego-Werbung aus den 80ern und der Lego-Werbung heute. Ich habe gerade letztens gelesen, dass Playmobil jetzt auch ein Model-Steak irgendwie im Angebot hat und sowas. Also diese klischeehafte Zuspitzung von Gender ist mehr geworden. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das zu deuten ist, weil diese 80er Jahre Mädchen sind wie Jungs Werbung hat ja auch so Probleme gehabt, weil das war ja tatsächlich immer die Angleichung der Mädchen an das Männliche und diese bewusste Glitzerisierung und Pinkifizierung der Mädchen, die wird ja auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein vorgetragen, weil ich glaube, dass die Mädchen durchaus wissen, dass sie auch mit ihrem Glitzerkleidchen Fußball spielen können oder sowas. Also das müsste man mal genauer erforschen, ob das wirklich unterm Strich die Freiheit der Mädchen erhöht oder nicht. Ich weiß das nicht. Ich glaube, dass das ambivalent zu sehen ist. Und ich beobachte bei, zumindest wenn ich jetzt mal vergleiche meine Generation mit den heute 20- bis 30-Jährigen, sind die durchaus sehr viel selbstbewusster und auch sehr viel klarer in ihren Forderungen, also zum Beispiel nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wo wir damals vor 20 Jahren gesagt haben, es ist halt nicht vereinbar. Ich würde auch immer noch sagen, es ist nicht vereinbar, so wie unsere Wirtschaft jetzt organisiert ist, aber es gibt sozusagen bei vielen jungen Frauen und auch bei einigen Männern eben die Forderung, es soll vereinbar sein. Bei uns gab es die gar nicht, das war eh. Und also ich glaube, dass das ein Fortschritt ist. Und auch diese aufgeregten Feminismusdebatten in den Medien zeigen ja, dass es irgendwas zu diskutieren gibt. Also ich glaube, dass wir tatsächlich an dem Punkt sind, wo sich zeigt, dass die Gleichstellung nicht ausreicht für das, was wir wollten und dass das jetzt zur Debatte steht und dass das Problem eigentlich da ist, dass die Diskussion noch zu diskriminierungslastig ist und zu wenig von dem, was wir positiv wollen, ausgeht. Also zu sagen, also nicht, wir sind so diskriminiert, unsere Mädchen müssen rosa tragen, sondern, okay, jetzt dürfen wir rosa tragen und das reicht uns aber immer noch nicht. Ja? Also wir wollen noch mehr. Also dieses wir wollen noch mehr wäre für mich eine gute, vielleicht sollte man das nächstes Jahr zum Frauentag. Wir können den Hals nicht voll genug kriegen. Ja, so ist das. Ja? Das wäre doch mal eine schöne feministische Botschaft. Ja, da wissen wir schon, was wir nächstes Jahr tun können, Maria.
Das ist voll gut, weil das war, wollte ich nämlich gerade fragen. Glaubst du nicht auch, dass ein Grund, warum es so viel Hass gibt, also ich bin immer noch schockiert von der ganzen Dummheit, die du da bei dir hattest, auf deinen Twitter-Kommentaren, jetzt haben die schon so viel, die dürfen sogar schon wählen, sie müssen nicht mehr im Damensattel reiten, die dürfen sogar Jeans tragen, ja, BHs haben sie auch, ja, jetzt machen auch ein paar Männer hier mit bei diesem ganzen schönen Kinderkriegen, also nicht nur beim Kinderkriegen, sondern auch bei der Versorgung danach. Kinderkriegen ja noch nicht so. Die haben doch schon so viel, jetzt kriegen die den Hals immer noch nicht voll. Ich sehe das immer wieder, wenn ich irgendwie, und ich habe das wirklich Glück bei mir im Job, dass wir zum einen viele Frauen sind, zum anderen einen ziemlich emanzipierten Chef haben, der aber auch total dumme Sachen manchmal sagt und sie eigentlich gar nicht so meint, dass wir immer noch diese, Mann, aber es geht uns doch schon so gut. Kannst du jetzt nicht einfach mal aufhören, du immer mit deiner Gender-Kacke und du mit deinem ganzen, mit den ganzen Forderungen? Wir haben doch eigentlich alles schon so viel. Warum hältst du jetzt nicht mal den Mund? Ja, genau, und da ist eben die bessere, also anstatt zu sagen, ja, weil wir immer noch irgendwie benachteiligt sind, ist die bessere Antwort, weil ich was anderes will. Also das, was wir wollen, ist der Maßstab für Feminismus, nicht das, was uns rechtmäßig zusteht. Also das ist, ja, es geht um die Frage, wie wollen wir die Welt haben und nicht, was dürfen wir, was steht uns zu. Das, was uns zusteht, wollen wir sowieso. Ja, wir wollen, das reicht uns aber eben noch nicht. Ja. Okay, weitere Fragen. Jetzt, ihr schaut auf die Uhr, dann würde ich sagen, das ist doch ein schöner Abschluss eigentlich. Antje, ganz, ganz vielen Dank für diese sympathische Runde, auch für alle, die sich beteiligt haben. Das war auch meine Idee, dass möglichst viele hier sprechen, auch mit ihren persönlichen Erfahrungen und Zugängen, dass wir eben auch so eine Vielfalt hier in der Diskussion haben. Dann kann ich nur noch einladen zum Kaffeeanschluss und Rainer, der vielleicht noch mal ankündigt. Aber erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Antje. Ja.